Herzlich willkommen, liebe Zwillinge, Wagen und Wassermänner, zu Ihrem Horoskop für die Woche vom 25. September bis zum 1. Oktober. Übrigens, um kein Horoskop zu verpassen, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Sie helfen außerdem mir dabei, diesen Kanal weiter aufrechtzuerhalten. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank dafür im Voraus. Lieber Zwilling, neue Impulse bereichern Ihre Liebe. Diese Woche geben Venus und Mars Ihrem Liebesleben neue und höchst erfreuliche Impulse. Endlich findet Ihre Liebe einen Platz, wo Sie sich ausgesprochen wohlfühlen. Die Sonne frischt Ihren Optimismus auf, jetzt blicken Sie wieder mutig und selbstbewusst nach vorn. Der Widder-Vollmond verleiht Ihnen Motivation und Überzeugungskraft. Im Job sind Sie engagiert und erfolgreich. Die Sonne und Venus wirken zeitgleich in sehr positiver Art und Weise auf Sie ein. Ihnen kann man nur Glückwünsche aussprechen. Sie packen jetzt Dinge an, die Sie schon lange im Kopf hatten, aber nicht umzusetzen gewagt hatten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Legen Sie los. Und weil Sie so viel Kraft investieren, werden Sie natürlich auch belohnt. Jetzt ist die Zeit des Erntens für Sie gekommen. Liebe Waage, diese Hindernisse meistern Sie sehr geschickt. Diese Woche sind Sonne, Venus und Mars im Einsatz. Nur das Quadrat von Pluto möchte Sie hin und wieder ein bisschen ärgern. Mit diesem Quadrat können Sie aber gut umgehen, Sie umschiffen kleinere Hindernisse ganz geschickt. Dann gibt es noch den Vollmond, der in Ihrem Partnerhaus steht. Sie können seine Energie wunderbar nutzen, zum Beispiel um sich mit jemandem zu versöhnen. Mars steht in Ihrem Zeichen. Von dort schenkt er Ihnen Kraft und Ausdauer. Das ist doch wunderbar. Und mit Venus im Löwen kann sich in der Liebe echt was Tolles ereignen. Single könnten Ihren Traumpartner treffen und bei Paaren kehrt wieder neuer Schwung ein. Man fühlt sich dem anderen wieder deutlich näher. Lieber Wassermann, Sie landen einen Volltreffer nach dem anderen. Diese Woche werden Sie von Sonne, Venus, Mars und vom Vollmond behütet. Da kann nicht viel schief gehen. Sie haben gute Ideen und sind sehr kreativ. Auch wenn Sie viel Arbeit haben, unter Ermüdungserscheinungen leiden Sie trotzdem nicht. Sie können sogar im Job einen Volltreffer landen. Auch Ihren Alltag haben Sie gut im Griff und finden noch genügend Zeit, um Ihre Freizeit zu genießen. Sie können sich über positive Unterstützung vom Kosmos nicht beklagen. Die Sonne, Venus und der Vollmond im Widder machen Sie selbstbewusst und unternehmungslustig. Sie stellen jede Menge auf die Beine und sind dabei trotz aller Arbeit auch noch sehr entspannt. Ich wünsche Ihnen für diese Woche viel Liebe, viel Erfolg und dass die Sterne für Sie günstig stehen. Ich sage vielen Dank und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder zum Horoskop sehen und hören. Und bis dahin alles Gute.